Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu The Forest. Es ist noch Nacht, aber ich habe ein bisschen Jagdgut schon mal eingesammelt. Der Rest muss leider noch ein bisschen aushängen. Und wenn ich da eh vergammelte oder noch rohe Sachen mitnehme, dann ja, wird das unterwegs eh vergammeln. Mutantenhaut und so lasse ich einfach mal hier. Nehme ich mit, sagen wir es mal so. Knochen. Können wir ja schon mal zusammentun. Klack. So. Haben wir noch Bilder von unseren Jungen? Können wir nochmal hier irgendwo aufhängen. Oh. Zack, habe ich noch was? Oh, ein Taucherbild. Zack. Also unser Bengel ist da ganz schön fleißig, ne? Was Malen angeht. So, ich habe irgendwie nachgelesen. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern. Ich habe nachlesen lassen, sagen wir es mal so. Darum kann ich nicht so 100% sagen, ob das stimmt. Weil in den ganzen, es gibt ein Wiki zu dem Spiel zum Beispiel. Und wenn man da sich mit den Höhlen so beschäftigt, dann steht da schon klar, was da ist. Aber man hat mir gesagt, es steht auch da, was passiert und was der Hintergrund ist. Und das möchte ich jetzt nicht wissen, weil wenn ich das weiß, habe ich keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Bin ich ganz ehrlich, es ist meistens so. Bei mir, wenn ich irgendwie weiß, wie es ausgeht oder so, dann ist da schon mal die Motivation weg. Ich will natürlich wissen, was hier ist. Und wir wissen bisher, wir haben eine mechanische Tür gefunden. Da braucht man eine Keycard. Und wir brauchen die Keycard. Und jetzt, wenn wir auf der Karte gucken, die nächste Höhle, die ich eh genommen hätte, die markiert ist, über den kleinen See. Also von unserem großen Loch auf der linken Seite. Und dann sehen wir so einen kleinen See und da drüber quasi. Da soll es irgendwie Mutantenvieh geben. Wenn wir das Mutantenvieh töten, ja, haben wir wohl die Karte. Hätte gerne jetzt doch nochmal. Essen wir doch nochmal diesen rohen Fisch. Der ist ja schon getrocknet, roher Fisch. Problem ist, naja, gucken wir mal. Wie ich das Spiel kenne, werden wir gleich den getrockneten Fisch quasi schnabulieren. Ja, ne? Unser Bengel. Wie viele Bilder haben wir? Sieben. Bestimmt noch ein paar. Aber anfangs fand ich ja die Geschichte doof, dass wir das Bild nicht mitten in den Rahmen packen konnten. Aber jetzt so mittlerweile gefällt es mir, wenn man so einfach hinhängen kann, wo man möchte. Finde ich cool. So. Nee, wir haben doch den Rohren gemacht. Und die Sonne geht auf. Perfekt. Perfekt. Ja, die Ernte oben ist auch schon wieder nichts raus geworden. Ist auch schon wieder alles weg. Genau wie hier die Aloe Vera, die ich mal gemacht habe. Aber was soll's? So. Welcher Ausgang wäre der klügste? Ich würde sagen, da lang, okay? Ja, mit unserem eigenen Wald hier. Ganz nett eigentlich haben wir es mittlerweile. Netten, eigenen, sicheren Bereich. Weil da oben sind sie ja mal runtergekommen. Sesam, schließe dich. Schließe dich. Ich glaube, Kaninchen fehlt uns. Ne, Kaninchen haben wir drei Stück. Oder Rehfleisch oder so. Könnten wir noch gebrauchen. Und wir können immer Laub gebrauchen. Immer. Ach, Stöcke haben wir jetzt voll. Wer weiß, wie viel Lagerfeuer wir uns da machen müssen. Eichhörnchen.
Waschbär wäre mir lieber. Oh, na gut. Jetzt ich mal so ein Pilz. Oh, der war gut. Er hat kein Würgegeräusch gemacht. Sind auf dem richtigen Weg. Was mich auch interessieren würde, ja, komm, lauf. Lauf, habe ich gesagt. Ein kleines Nagetier. Was ist der denn? Nee. Aber hier ist irgendwo ein Ausgang. Wäre jetzt auch gelaufen, wenn jemand einen Katana auf mich zukommt. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Wir hatten hier noch das eine Mal eine Höhle gefunden. Bambi haben, komm ich. Ja, es war ein Headshot. Bleib stehen. Kleines dreckiges Bambi-Vieh. Bleib stehen mit meinem Pfeil im Kopf, du dummes Vieh. Ich weiß nicht, mit dem anderen Bogen konnte ich besser schießen. Damals. Aber mal 20 Pfeile hinschießen, einer wird schon treffen. Da voll in den Kopf geschossen. Mit Tücher. Pelz brauche ich nicht. Fleisch brauche ich. Oh, so ein Bambi für zu Hause wäre eigentlich mal ganz geil. Das machen wir auch nochmal. Jedes Tier vielleicht nochmal. Noch Varanplatz. Platz für Warane. Nee, haben wir nicht. Gleich zwei Stück, ne? Klack, klack. Aber nein, machen wir nicht. Hier ist der Eingang. Den hat man schon mal gesehen, glaube ich. Und wir sind auch mal das eine Mal aus dem See hier rausgekommen. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Ich habe nochmal geguckt, ne? Das letzte Mal, als wir aus der Höhle raus waren, mit der Keycard, das waren 3 Folgen. Wir waren ja ewig in der Höhle. Und ja, verabschieden wir uns mal von der Sonne. Hau rein. Wir sehen dich erstmal nicht mehr. Jetzt gucken wir uns selber mit Glubschi-Arm wieder an. Hallo, Glubschi-Arm. Dass er immer wieder Hunger hat. Und Durst, Alter. Hunger und Durst. Ätzend. Ich wollte mal gucken. Ich habe jetzt, ich habe den Charakter mal schlafen lassen. Ob jetzt die geistige Gesundheit mal ein bisschen gestiegen ist wieder. Weil letztes Mal hatten wir ja 4%. Also 4% ist ja quasi irre. Ich glaube, das war bei dem Spiel. Ich bin mir aber nicht sicher. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man irgendwie so Wahnvorstellungen kriegen könnte. Wenn das in diesem Spiel war, das wäre echt scheiße. Ich habe keinen Bock auf Wahnvorstellungen. Was geht noch tiefer? Dübidübidü. Nee. Fleisch haben wir bekommen. 4 Maro. Von denen kann ich 4 mitnehmen. Das war von der Schildkröte. Aber es reicht an rohes Fleisch, das kriegen wir nicht weggefuttert, glaube ich. So, ich wollte mal B. Geistige Gesundheit 9%, also doch, schlafen hilft vielleicht. Weil ich mache tagelang durch, ohne zu schlafen. Ja, würde ja auch Sinn machen, ne? Wenn Leute irgendwie so, wenn der Mensch so 3 Tage oder so durchmacht,
glaube, so ein, zwei Tage ist okay, hatte ich früher auch mal gemacht. Ohne zu schlafen. Da hatte ich noch keine Wahnvorstellungen. Kommen, aber ich glaube, wenn man so drei, vier Tage ohne Schlaf durchmacht, dann könnte man sowas bekommen. Wird hier natürlich nicht machen. Aber das war bei mir da zur Zeit, da hatte ich mich weitergebildet, also die Weiterbildung gemacht. Und da musste man eine Abschlussarbeit machen. Ich musste da mehr Zeit reinsammeln als manch anderer. Aber dann hat man sich die Nächte über den, ja, durchgemacht. Und ich weiß, an den einen Tag, wo ich 2 Tage lang durchgepennt habe. Also quasi, da bin ich beim Arbeiten eingeschlafen. Ich habe damals am Rechner was gemacht halt, ne? Und nebenbei lief der Fernseher, Licht war an, es war schon abends. Und irgendwann bin ich am nächsten Tag wach geworden. Ja, es war hell draußen. Und das habe ich nur mitgekriegt. Weil ich habe nämlich nachts vergessen, den Vorhang zuzumachen. Die Sonne schien rein, der Fernseher lief immer noch. Und ich habe auf der Tastatur gepennt. Ich muss wirklich irgendwie 3 bis 5 Stunden irgendwie so auf der Tastatur gepennt haben. So richtig raufgebeugt. Rechner war an, alles volle Möhre an. Da war ich echt so erschöpft, dass ich direkt auf der Tastatur eingeschlafen bin. Danach habe ich das aber nie wieder gemacht. Also. Ich glaube, ja, genau. Es war von. Ja, fast die. Wäre dann quasi die dritte Nacht gewesen, die ich durchgemacht habe. Das habe ich nicht mehr geschafft. So, ein Bild gefunden von unserem Bengelchen. Egal, ich eine Nachricht. Ich kann es nicht lesen. Oh, warte mal, mach mal Licht an. Oh. Notiz, die ist hier. You lucky numbers. Eine Nummer. 96, 40, 99, 80, 86, 44. Ah, hier ist auch ein Bild. Cave Entrance. Okidoki. Stand auf der vorletzten. She's not dead. She's sleeping. Okay. So, wir haben hier Medizin, Alkohol, noch mehr Blätter. Ein kopfloser Anzugträger. Ich höre die Kannibalen schon in der Weite. Da haben wir gerade dieses Hihi gehört. Und hier können wir uns mal. Oh, Scheiße. Ich habe Alkohol getrunken. Will ich nicht. Wir können uns mal wieder Molly machen. Kann man immer gebrauchen. Da machen wir uns noch mal ein paar Brandpfeile. Auch die kann man immer gebrauchen. Und schwuppdiwupp kann man was Besseres machen, als den Alkohol zu trinken. Na gut, aber mit der Medizin habe ich immer. Ah, ich habe Medizin, ja. Ich habe Medizin genug im Schrank. Ich habe Medizin immer dabei. Also. Oh, Snacks. Oh, ein Snack haben wir. Ich. Maximal 15 können wir nehmen. Okay. Dann essen wir halt noch einen Snack. Oh, ist es ja nicht. Aber sonst nur Medizin, Medizin, Medizin. Ja. Hier runtergekommen. Okay. Passagier, 2 Watt. Oh, noch einer. Dann essen wir halt noch was. Wir lassen hier kein Essen zurück. Da leuchtet was. Ich höre was, ich sehe aber nichts. Hey, das ist ja cool. Na, Waage für Gerechtigkeit? Handy? Hier, wir sind in den 80ern. Nee,
Ist ein Smartphone. Traf ich hier noch weniger. Von der Kassette hätte ich gedacht, wir wären in den 80ern. Aber jetzt gibt es auf einmal hier ein Handy? Sieht aus wie ein Smartphone. Kassette mit was? Aber wir haben nichts zum Angucken. Ich habe noch keinen Videokassettenrekorder gefunden. Haben Sie ausprobiert? Nebenwirkungen? Kassette, die mit Öffnen des Artefakts. Mittagessen gehen mit Megan. Joa. Okay, nach dieser Höhle werde ich doch mal die Kamera suchen. Aber das ist ein Smartphone. Also ich weiß echt nicht zeitlich, wo dieses Spiel spielt. Ich dachte, es wäre in den 80ern wegen dem Kassettenrekorder. Aber ich lieg falsch. Oh. Ah, Baby! Noch mehr Babys! Alleine für das Lachen musst du sterben. Hier machst du keine Angst mehr. Mir fällt gerade nur auf, wenn hier Babys sind. Dann ist dieses Mutantenvieh nicht weit, was diese Babys macht. Och, Seil. Ich habe immer noch genug Seil. Noch mehr Medikamente. Wechsel-T-Shirt. Ah, hier müssen wir uns die Höhle müssen wir merken, wenn wir Medikamente brauchen. Einfach hier reingehen, die wirst du kaputtgeschlagen mit Medikamenten. Und es geht weiter runter. Ah, was man nicht alles für eine Kika tut. Pass auf, nachher hat die Person, die das nachgelesen hat, sich geirrt. Weil alte Version oder so. Und die Keycard liegt mittlerweile ganz woanders. Und hier ist wieder so ein Verbrannter im Boden drin. Hä? Geht's denn hier weiter? So. Ach, Dynamitparty. Ja, man muss immer eine Stange Dynamit dabei haben. Busverspätung, Stange Dynamit. Kommst zu spät zur Arbeit, Chef meckert, Stange Dynamit. Dynamit hilft gegen alles und allem. Schwebende Steine. Ich denke, das Spiel ist fertig. Ja, weiter verschüttet. Ich bin im Boden. Hier geht's weiter. Okay. Noch mehr Dynamit. Alter, sehe ich denn aus wie hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Neues Bankkonto eröffnen. Da hilft nur Dynamit gegen. Und auch Silvester und zu Weihnachten braucht man Dynamit. Dynamit hilft immer. Suppe versalzen. Dynamit. Kein Problem. Danach schmeckt die Suppe viel besser. Von der Wand. Zu laute Nachbarn. Dynamit. Nachbarn haben Polizei gerufen. Dynamit. Schlechtes Wetter. Dynamit. Also, könnt ihr weitermachen. Könnt ihr immer weitermachen. Dynamit hilft immer. Schlechte Laune. Dynamit. Danach springt man vor Freude in die Luft. Naja. Na, es geht weiter. Ich gehe mal kurz auf die Karte gucken. Ja, wir verbinden uns da mit da unten in der Ecke. Also wenn wir jetzt nördlich gucken, also gegenüber von meinem kleinen Pin, sage ich mal, da sind wir vorhin nicht weitergekommen, weil da die Mauer zugeschüttet war. Das heißt, hier gehen wir quasi in eine Sackgasse, wenn es nicht nach links oder rechts irgendwie anders lang geht. Langsam haben wir das Höhlensystem so ein bisschen erforscht. Was wurden jetzt gerade angeleuchtet?
Ja. Als ob da irgendwie Licht durchscheint. Das Trommeln? Oder tropft da irgendwas Großes? Naja. Nö. Ist einfach ein riesiger fetzer Kannibale. Das Problem ist, was ich jetzt habe. Wir kommen hier drauf, aber er kommt da wahrscheinlich auch wieder hin. Wenn ich mit dem Bogen agiere gleich, werdet ihr nichts sehen und darum habe ich jetzt einfach mal die Leuchtteile dran gemacht. Na, Fetti, noch nicht gecheckt, von wo es kommt? Er kommt. Wo ist er denn? Oh! Das ist Brathähnchen! Hallo, Brathähnchen. Oh, schon kaputt? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber. Ich hätte gedacht, der frisst mehr Pfeile. So, weißt du was? Er passt sich hier gerade. Mal weg da. Machen wir uns nochmal kurz das Lagerfeuerchen. Zum Sieg essen wir erstmal. Hier Frettchenfleisch. Können wir von dir noch irgendwas abmachen? Oder hat man deinen Schädel nicht schon? Zu Hause? Ja, haben wir schon. Kannst behalten. Das müsste aber noch gut sein, ne? Oh, jetzt haben wir erstmal Frettchen gegessen. Dann trinken wir noch mal was aus unserem Schlauch. Und dann geht's weiter. Achso, wir haben wahrscheinlich jetzt vorgetreten. Ah, da hinten sind Kannibale. Afraid, just believe. Ich frage mich gerade, sind diese Zeichnungen. Den Text haben wir gerade gelesen. Auch von unserem Bengel oder. Wir haben uns jetzt bemalt. Rettungsringe. Ich dachte Seile. Cooles Boot. Hallo? Ah. Na? Warum weichst du zurück? Ich hab die Farbe angemalt, ja und? Ich dachte Tarnung. Läuft weg von mir. Hä? Hat er Angst vor der roten Farbe? Oh, jetzt nicht mehr. Aua!
Kann es sein, dass er Respekt vor der Farbe hat? Er hat ja erst zurückgeschlagen, als ich ihn angegriffen habe. Oder liegt jetzt an Mutantenpanzerung, die ich habe, dass er da vielleicht mehr Respekt hat? Passt auf, doch. Passt auf. Das war die Farbe. Und der Endgegner sieht bestimmt auch rot aus. Ein roter Mutant oder so. Ach komm, dann hauen wir uns mal ein rohes Fleisch drauf da. Rohes Fleisch mit Menschengeschmack. Haben auch ein rohes genommen, super. Damit das besser geschmacklich durchkommt, würde ich sagen, hauen wir da mal einen Dollar drauf. Riecht schon so gut. Jam, jam, jam. Bin ich auch noch drauf gezimmert da? Boah, bist du schwer. Krieg dich gar nicht bewegt. Dann bleib doch da, wo du bist. Könnten wir auf dem Boot gucken, ob da was ist. Haben wir die Farbe noch? Ja. Farbe ist noch dran. Aber beim nächsten müssen wir es einfach mal testen. Wohl, pass auf, wenn wir jetzt ins Wasser gehen, verlieren wir das wieder. Nö, nichts Besonderes hier. Elite-Maßensammlung, aber nichts Besonderes. Oh, Dynamitkiste! Dynamit und Seile. Noch eine Kassette. Gabe-Fan. Das ist ein Gabe-Fan. Welche Kassette ist das? Weiß ich nicht. Also hier steht nichts mit Gabe-Fan oder was. Video. Nee, Video war es nicht. War eine Kassette, eine kleine. Nee, das kennen wir. Wupp, wupp. Das kennen wir auch. Do it, baby. Do it. Das sagt mir nichts. Alarm machen. Sie ja wissen, dass wir hier sind. Geht's wieder hoch? Ganz weit nach oben. Hast du das schon mit der Höhle? Weil wir haben keine Keycard gefunden. Bei dem Dicken. Und dann weiter zerhackstückeln. Ah!
Oh nein, ich hab Feuer kaputt gemacht. Hier ist keine Keycard. Das war eher nicht der Mutant. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie im Boot war. Darum war ich jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Weil wenn wir jetzt da oben rauskommen, bin ich enttäuscht. Aber vielleicht geht es oben irgendwie weiter. Aber es geht richtig hoch. Ist auch hell da oben. Sieht bestimmt nach... Oh, ist bestimmt ein Ausgang. Oh, hier hängt wer? Bergsteiger. Oh, hat auch keine Keycard. Wichser. Doch kein Ausgang. Das ist ein heller Punkt, aber ich kann nicht weiter ranziehen. Ah, hier heißt es bestimmt gleich wieder Tauch-Action. Jetzt wird es hier komischerweise heller. Ein Bildchen. Nee, das ist aber nicht von unserem Bengelchen. Das ist was anderes. Irgendeine Zeichnung wahrscheinlich. Koffer! Ja, haben wir gerade drüben eingesammelt. Koffer! Noch mehr von dem Scheiß. Ach, 80er Jahre können es ja gar nicht sein. Es gibt ja Laptops. Oh. Habe ich denn auf den Dreh, dass es 80er Jahre sind? Ist. Ich gehe mal auf Speichern. Müsste jetzt Tag 75 sein. Aber sonst liegt hier nichts. Nichts hier liegt nicht. Ne? Du-Liste. Ich raff auch nie, was da abgestrichen wird. Irgendwas wurde durch weggestrichen. Keine Ahnung. Und ja. Und hier geht's nach oben. Hm. Ich würde sagen, wir tauchen trotzdem da mal rein. Was liegt da? Ist da was? Ne, das ist einfach Grafikbug oder so. Fehler. Ja, okay, 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 okay. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist der denn? Das. Ein Schokoriegel in der Hand? Du konntest nicht aufheben. Bestimmt ein Schokoriegel. Oh, hier geht's weiter. Oder nicht? Okay, das war einfach nur ein Bergsteiger unter Wasser, nichts Besonderes. Können wir ihn losmachen? Nö, 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 nö. Was? Nö, ich auch nicht. Okay. Gut, oder nicht? Sieht sehr schlecht aus, ehrlich gesagt. Es scheint da ein Ausgang zu sein.
Wir machen uns erstmal was zu essen. Das Tauchen war wieder ganz schön anstrengend. Ah, nicht, nicht ausrüsten. Ich wollte eigentlich trinken. Warte mal. Ne, wir haben 15 Snacks. Das war definitiv ein Schokoriegel, den er hatte. Oder so ein Snack halt, ne? Ich habe eigentlich gehofft, unter Wasser, das wäre die Keycard, aber es war sie halt nicht. Wir sind doch leicht verwundet. Ja, dann gehen wir mal da hoch. Ja, wieder eine Höhle erkundet, aber leider ohne Keycard. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir da hoch und finden irgendwo einen Ausgang. Also Schitte, Schitte, Schitte. Weg zieht sich, ne? Also in echt wäre ich schon längst oben. Kein Problem. Zack, zack, wäre ich da oben, ey. Wenn ich hier so hoch gucke, kommt es mir irgendwie unendlich vor. Wir sehen das Ziel nicht, es ist dunkel, aber das Seil hört nicht auf. Kraxeln immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und weiter. Aber bisher sehe ich kein helles Licht. Vielleicht geht's dann doch in irgendeiner Höhle weiter. Keine Ausdauer. Jetzt mal loslassen. Sind wir aber sowas von tot, wenn wir unten ankommen. Und? Noch ein Seil. Boah. Das wird ein Ausgang sein. Definitiv. Weil ja, ich will die Folge noch nicht beenden. Ich will erstmal wissen, was da oben ist. Wenn jetzt die Höhle weitergeht, mache ich einen Break. Und wenn wir draußen sind, dann mache ich auch einen Break. Aber das sieht so aus wie ein Ausgang. Ja, Nachthimmel. Okay. Und wo sind wir rausgekommen? Ah, hier hinten. Okay, da hinten ist mal ein Bötchen. Und ja, die Höhle war es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ja, ich werde nochmal nachrecherchieren. Oder recherchieren lassen. Und mir ist gerade kalt. Aber das war nicht die Höhle, die wir brauchen. Eindeutig nicht. Ich kann mal kurz auf der Karte gucken. Ah, ist ja gerade nicht die Höhlenkarte. Aber die war jetzt nicht kompliziert. Es war einfach ein schlauchiger, lange Höhle. Oh, oh, wir frieren. Ich renne mal schnell nach Hause, wärme mich und ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen, abonnieren, liken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.